Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch wieder ein sehr schönes Muster, ist aber auch sehr leicht zu stricken, passt sehr gut sowohl für Oberteile, Jacken und so weiter, als auch für Mützen oder auch Wohnaccessoires. Man kann mit Sicherheit auch schöne Kissen damit stricken. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Ich habe bereits ein kleines Stückchen gestrickt, und zwar Maschenanzahl für dieses Muster ist teilbar durch 5 plus 2 Maschen plus 2 Randmaschen. Das heißt, ich habe 20 Maschen plus 2 sind 22 plus 2 Randmaschen sind 24 Maschen, die ich angeschlagen habe. So, und jetzt stricken wir mit euch einen Musterrapport, der besteht aus 4 Reihen. Also die Randmasche hebe ich ab. Ich stricke ich 2 Maschen links. Jetzt hebe ich eine Masche ab, so dass die Richtschlinienseite nach vorne kommt. Jetzt stricke ich, der Faden bleibt dabei hinter der Arbeit. Jetzt stricke ich 2 Maschen rechts. Und jetzt hebe ich mir diese erste rechte Masche über die beiden nächsten Maschen. So, jetzt stricke ich 2 Maschen links. Eine Masche hebe ich ab, so dass die Richtschlinienseite vorne liegt. Faden hinter der Arbeit, 2 Maschen rechts. Und jetzt die erste Masche über die ersten 2 Maschen ziehen. So, 2 Maschen links. Und das Ganze wiederholen wir. So, und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, jetzt stricke ich 2 Maschen links am Ende der Reihe. Und die Randmasche stricke ich rechts. Die Randmasche kann man aber auch links stricken, so wie man gewohnt ist. So schaut es aus. Jetzt wende ich. Jetzt stricken wir die zweite Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Und zwar die Randmasche, die letzte habe ich ja rechts gestrickt. Deswegen hebe ich die erste Masche so ab, dass bei mir der Faden vor der Arbeit liegt. Habe ich jetzt gerade nicht gezeigt, kann ich gleich nochmal zeigen. Und wenn man die Masche links strickt, dann bleibt die Masche hinter der Arbeit. So, jetzt stricke ich 2 Maschen rechts. Jetzt haben wir diese 2 linke Maschen, wo wir die dritte Masche drüber gezogen haben. Jetzt stricke ich eine Masche links. Ein Umschlag, eine Masche links. Wir müssen ja eine Masche zunehmen und das machen wir hier zwischen den beiden linken Maschen. 2 Maschen rechts. Jetzt haben wir wieder diese 2 Maschen, wo wir die Masche drüber gezogen haben. Ich stricke jetzt wieder eine Masche links, ein Umschlag und eine Masche links. Dann wieder 2 Maschen rechts, eine Masche links, ein Umschlag, eine Masche links. Und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So. Dann stricke ich am Ende der Reihe 2 Maschen rechts und die Randmasche stricke ich rechts. Jetzt wende ich. Und wie gesagt, nochmal die Randmasche hebe ich so ab, dass der Faden vor der Arbeit liegt und dann hebe ich die Masche ab. Und jetzt stricken wir 2 Reihen, alle Maschen nach Muster, 2 Maschen links. Jetzt stricken wir hier in die Mitte 3 Maschen rechts. 2 Maschen links, 3 Maschen rechts. 2 Maschen links, 3 rechts und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Und ich wollte noch mal sagen, dass ich hier keine
verkreuzten Maschen stricke. Das sage ich, glaube ich, jetzt schon in jedem Video, weil der Unterschied liegt einfach an der Stricktechnik. Das sind ganz normale rechte Maschen. So, also am Ende der Reihe stricke ich jetzt zwei Maschen links und die Randmasche stricke ich rechts. Und jetzt wende ich und die linke Seite stricke ich jetzt auch wiederum alles nach Muster. Zwei Maschen rechts, drei Maschen links. Zwei rechts, drei links. Und so stricke ich, bis ich am Ende der Reihe ankomme. So schaut es aus und das Ganze wiederholen wir jetzt ab der ersten Reihe. Ich stricke jetzt zwei Maschen links, eine Masche abheben, zwei Maschen rechts. Jetzt ziehe ich die erste Masche über die nächsten zwei Maschen links. Das Ganze wiederholen wir jetzt. So, zwei Maschen links und so weiter. So schaut es dann aus. So, am Ende der Reihe stricke ich nochmal zwei Maschen links, eine Masche rechts, die Randmasche. So, jetzt wende ich. Dann stricken wir nochmal die Rückreihe. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich zwei Maschen rechts. Jetzt haben wir wieder diese zwei linken Maschen, wo wir die eine Masche zunehmen, weil wir diese Masche hier über die beiden Maschen drüber ziehen. So, links ein Umschlag und eine Masche links. Dann zwei Maschen rechts. Und das Ganze wiederholen wir nochmal links, ein Umschlag, links. So, die erste und die zweite Reihe haben wir jetzt gestrickt. Jetzt stricken wir einfach zwei Reihen nach Muster und das Ganze wiederholen wir dann stets. Also, dann sind wir mit dem Muster soweit fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus. Abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch Kommentare, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.